keine Tür so drauf. Action for free. Das schneide ich dann mit rein, Digga. Hallo Männer, herzlich willkommen zum dritten Podcast von mir und dem lieben Römer. Hallo Römer. Ja, schönen guten Tag auch. Römer ist noch, wie nennt man das? AFK beschäftigt. AFK beschäftigt, genau. Der macht noch ein paar Rechenaufgaben nebenbei, um das ganze Video natürlich qualitativ besser zu machen. Ja, was haben wir heute? Erstens haben wir heute mal den 30.11.2023, das ist ganz wichtig. Ja. Und ich habe ein neues Mikro, aber eine Scheißkamera. Nee, das machen wir beim nächsten Mal, haben wir auch bessere Kamera. Ja, worum geht's heute? Es geht um, David, weißt du es? Ich weiß gar nicht, ich hab's schon wieder vergessen. Nee. Ja. Nee, Quatsch, es geht um, ja. Jetzt hab ich das andere Video auf. Ja, und zwar, Ruhe jetzt. Und zwar habe ich einen Kommentar erhalten auf das Video PV im Winter. Und zwar geht es um den Kommentar von Mr. Little Racer. Er schreibt hier, ich hatte an einem Strang 200 Watt Schnee und Eis bedeckt und am anderen Strang ohne Schnee 800 Watt. An jedem Strang 6 kW Max. Einen Peak von 6 kW hatte ich auch kurz an einem Strang, als mal die Sonne da war. Tagesertrag dann 10 kW. Und zwar ging es hier in dem Video halt, hier habe ich einfach meine Dünnschichtanlage gezeigt im Winter halt, wo komplett keine Sonne war und so. Und den Kommentar wollen wir zusammen mal durchgehen. Ich werde ihn dann für euch auch einblenden. Und ich hoffe mal, der David ist jetzt mit seinen mathematischen Aufgaben fertig. So, da habe ich dann geantwortet, warte mal, bei 6 kW hast du 200 Watt bei einem Strang oder meinst du, beide Anlagen sind 6 kW? Und ich habe dann, sei so lieb und rechne das mal gegen. Ihr seht, es war vor 2 Stunden natürlich. Hat er jetzt schon geantwortet? Nee. Doch, hat er schon geantwortet. Na ja, ich lese es erstmal weiter. 200 Watt bei 6 kW oder 70 Watt mit 0,7 kW. Ich vergleiche jetzt halt meine Anlage mit seiner. Zum Glück ist bei mir alles falsch, fake, bla, könnt ihr selber lesen. Und jetzt sehe ich gerade live, dass der hier geantwortet hat. Er hat 2, 3, 4 Mal schon geantwortet. Okay, da gehen wir jetzt einzeln, müssen wir jetzt auf die Sachen noch eingehen. Mit Mr. Little Racer hast du mich hier... Ich nenne dich jetzt Mr. Tesla, wisst ihr das? Ich habe egal Tesla, ne? Weil du mit den Teslas da rum... Bei einem Strang mit 6 kW hatte ich ca. 200 Watt. Also da hätten wir das jetzt nochmal bestätigt, David. Ja. Module komplett schneebedeckt und vereist. Der andere Strang mit 6 kW Eis und schneefrei an der Fahrt 7. Gut, okay, das hat er ja oben geschrieben. Also den einen Strang knapp 200 Watt bei Eis, was weiß ich, ne? So wie ungefähr mein Video, bevor ich es sauber gemacht habe. Sagen wir jetzt mal ungefähr. Ich weiß es ja nicht. Deine 70 Watt beziehen sich doch auf alle 7 oder 8 Module da, die da liegen. Oder sehe ich das falsch? Nö, das ist richtig. Hä? Du bekommst aber im Sommer dann... Ha! Jungs, merkt das? Merkst du es, David? Du bekommst aber im Sommer dann eben auch nur 700 Watt. Ach Mensch, Little Racer. Geht's jetzt um Sommer oder was? Siehst du das Thumbnail in dem Video? Also ich sehe da ganz wenig Sommer irgendwie. Und das ist so ein bisschen auch wenig, ne? Egal. Du bekommst aber im Sommer dann eben auch nur 700 Watt, wenn jedes Modul bei 7 Stück 100 Watt Peak leistet. Bei mir sind es dann eben 6 kW oder bei 7 Modulen 2,8 kW. Wenn ich das richtig sehe, kommen wir bei ähnlichen Lichtverhältnissen zu folgendem Ergebnis. Jetzt passt auf. Du hast 100 Watt je eine Kilowattstunde. Und ich habe 116 Watt je Kilowattstunde. Jetzt im Winter bei Scheißwetter. Also er hat gewonnen, Jungs. Wie kann denn das noch wahr sein, David? Das ist richtig. What the fuck? Das ist genau dasselbe, was du vorhin gemacht hast. Das kann doch nicht wahr sein, Jungs. Der denkt echt, der hat gewonnen, Digga. What the fuck? Ja. Naja, wir müssen erstmal klarstellen, dass wir jetzt im Winter sind und wir nehmen jetzt die Werte. Ne? Genau, die Jetzt-Werte. Wir haben ja von ihm genau, gut, DW, das halten wir jetzt erstmal fest. Wir haben von ihm jetzt die Angabe 6 kW mit 200 Watt bei leicht, was hat er geschrieben?
Komplett schneebedeckt und vereist. Also siehst an einer kleinen Ecke ist ein Vogelschiss drauf. Little Racer, Digga, kann deine Aussagen nicht mehr ernst nehmen. Dann schick mal ein Foto von der vereisten Anlage, ne? Das dann hier so sieht das dann nämlich aus bei euch, wenn eure Monos vereist sind. Gut, pass auf, das nehmen wir aber jetzt mal auseinander. Und ich habe ja gesagt, 600 Watt, habt ihr im Video gesehen, in diesem Video hier müsst ihr euch natürlich mal angucken, mit 64 Watt hat meine Anlage gebracht. Ja, und ich meine 6 kW mit 200 Watt oder 70 oder fast 70 Watt mit 0,7 kW bin ich, also das ist wirklich fünfte Klasse Mathematik. Ne? Geht nicht. Geht nicht. So, jetzt kommt ja das nächste. Ich schreibe hier 70 Watt mit 0,7 kW. Nein, er ist jetzt halt von 10 Modulen ausgegangen, es sind aber nur 7. Ne? Also ist die 1000 oder die 700 Watt ist schon theoretisch zu viel bei der Angabe. Na, guck mal, der Robert hat auch gerade geschrieben, ich habe 600 Watt Mono daran, aber bekomme nur 25 Watt bei dem Wetter im Winter gerade leider. Scheint nur halb so viel zu sein. Ah, danke, Robert. Danke. Vielen lieben Dank. Ne, Robert ist ehrlich. Er gibt es zu, so wie es möglich ist. Das könnten wir ja spaßenshalber, David. Da haben wir jetzt so drei Angaben. Da könnten wir eigentlich alle dreimal zusammenrechnen. Hat sich jetzt so ergeben. Ihr seht, ich habe die Kommentare auch gerade erst gesehen. Und ja, ich würde sagen, gehen wir mal in die Rechnerei. Gut, wir sind jetzt wieder da. Wir haben ja jetzt unsere Angaben. Ich muss mir das jetzt auch aufschreiben, Digga. Ich kann mir das nicht die ganze Zeit merken. Das können wir eigentlich auch gleich mit den Zuschauern zusammenfassen, ne? Ja, dass die ein bisschen wissen, von was wir reden, ne? Ja, natürlich. Also einzeln machen. Einzeln. Ja. Jede Angabe, also jede Rechnung einzeln auflegen. Okay, na gut, dann fangen wir jetzt mal einzeln an. Wir tun das jetzt uns selber, wir müssen uns jetzt auch mal aufschreiben, dass wir hier nicht durcheinander kommen. Ich fange jetzt mal mit meiner Anlage an. Da haben wir 87 Watt hat ein Modul. Ich habe 7 Module. Das sind nach Adam Ries. David, du hast es aufgeschrieben, da hast du das schon in der Grafik gehabt. 609 Neun. Watt. Spende euch das natürlich dann alles schön ein. So, die zweite Anlage, wobei immer bei meiner Anlage müssen wir dann noch mal kurz bisschen drauf eingehen. So, jetzt sage ich mal Tesla. Da haben wir 6000 Watt. Genau, 6000 Watt Anlage hat er und er hat 200 Watt bei schlechten Wetter, sagen wir jetzt mal, oder schlechten, ganz schlechten Winterbedingungen. Winter schlecht schreibe ich mir mal auf Bedingungen. Und ich hatte im Video 64, hast du es genau? 64, ah, komm. Sind wir mal freundlich und runden mal einmal für mich auf 65. Einmal. Glaubt mir, ich habe 70 gehabt. Ne? Gut. Ja, okay. Und jetzt hätten wir noch einen Robert seine Anlage. Kannst du das mal bitte schnell du machen? Ja, Ich es sind habe 600 Watt, und er bekommt nur 25 Watt raus. 25. Okay. So. Also grundlegend müssen wir jetzt erstmal ganz vorsichtig, Jungs. Es ist natürlich schwierig, so einen Vergleich zu machen mit PV-Anlagen etc. Aber die Werte sind schon so signifikant, dass wir wirklich einen Vergleich machen können. Ne? Es wird oft gesagt, das geht nicht. Doch, das geht. Und das machen wir jetzt auch. So. Als allererstes würde ich sagen, wir nehmen jetzt mal diese allerersten Werte und rechnen einfach mal aus, wie viel Prozent Wirkungsgrad die Anlagen in diesem Moment haben. Also, da waren wir bei mir. Du hast es noch zur Hand, ich hab's schon wieder weg. Ja, bei dir haben wir 10,51. 10,51. Hast du Little Razor schon ausgerechnet? Ja, in der ersten Rechnung sind wir bei 3,3. Ne, wir haben jetzt nur die 200 Watt, 3,3. Ja. Und beim Robot, das haben wir jetzt noch Bin ich nicht. noch nicht dabei, dann bin ich noch am Grübeln. Wir sind ungefähr bei 4%, 4,1 maximal 4,2. Ja, machen wir jetzt mal 4,1. Ich habe es nicht nachgerechnet. Falls irgendwie ein Rechenfehler jetzt hier drin ist, korrigiere ich das dann noch im Nachhinein. Aber es ist schon
Für den ersten Blick seht ihr jetzt auch schon, dass meine Anlage eben 10,5% macht und die anderen beiden, sagen wir jetzt mal unter 5%, die anderen beiden. Ne? So, und das ist ganz einfach zu rechnen. Ich habe 10%, die anderen haben 5%, dann habe ich exakt das Doppelte. Ne? Oder? War das? Ja. Ja, gut, das Doppelte jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Ja, doch. 3,3% und zu 10,5%. Ja gut, das ist fast das Jetzt. Dreifache. Ja, okay. Okay, ich habe fast das Dreifache. Ja gut, doch, das habe ich ja im Video gesagt. PV-Manifest, das Dünnschicht ungefähr. Ne? Haut hin. Also wenn das interessiert, diese Werte, die wir jetzt hier messen, die könnt ihr im PV-Manifest, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, könnt ihr, ich habe das schon gemessen. Aber an der Sache hängt natürlich wieder ein riesen Rattenschwanz dran. Erstmal Little Racer. Digga, was ist denn mit dir los? Kannst du keine Prozentrechnung machen? Du verkaufst Teslas, Digga, oder ich weiß es nicht. Ich dachte, ist ja egal, ich will dich nicht anpissen oder so. Aber Digga, das ist fünfte Klasse Prozentrechnung. Das ist doch, kann doch irgendwo nicht mehr sein. Ne? Und Robert ist halt ehrlich, er hat jetzt nicht die Prozent hingeschrieben, habe ich ihn ja auch nicht gebeten. Aber Robert weiß, dass meine Anlage besser ist im Winter. Ne? Im Sommer gewinnen die alle gegen mich. Kein Problem, alles gut, easy peasy. Ich rede vom Winter. Hallo. So. Ne? Und wenn man jetzt diese Rechnung mal grob macht, seht ihr schon, wie David schon sagt, bin ich dreimal besser. Und ich muss das euch jetzt wirklich nochmal einblenden, wie verblendet oder verzerrt. Nee, ich sage jetzt mal verzerrt. Wie gesagt, Little Racer, alles gut mit uns. Aber irgendwo ist auch mal Schluss, Digga. Ne? Also du hast 100 Watt je Kilowatt Peak. KW Peak. Also eigentlich Watt Peak. Und ich habe 116. Also ist er ja 16% effektiver nach seiner Rechnung. Ne, Jungs, ich bin 300% effektiver wie er. Und er rechnet aus, dass er 16% effektiver ist wie ich. Da kriegst du die Tür nicht mehr zu. Ja, das ist eine gute Rechnung. Wie kann denn das sein? Und das ist das, was ich meine, Jungs. Wenn ihr nichts gesagt, Little Racer, alles gut, aber wir müssen die Sache mal aufklären. Du kannst nicht so eine Scheiße schreiben. Die Leute lesen das und übernehmen das eins zu eins und sagen dann, der Action, so ein Trottel, ne? Der Little Racer hat 60% mehr Wirkungsgrad und der erzählt ja mit seinem Scheiß. Nee, ich hab 300% mehr wie du. Mensch, mach doch mal deine Hausaufgaben. Leute, was ist denn hier los? Und das ist doch kein Einzelfall. Wie gesagt, nimm mir es nicht übel, du bist jetzt der, den es erwischt hat. Ich kann euch 50 Unterhaltungen mit Leuten, wo das immer dieselbe Scheiße ist. Es ist immer, dass die rechnen sich irgendeinen Müll zusammen und sagen dann, ja, Action, du bist ja dumm, ja, damit es in ihrer Blase ist. Meiner Meinung nach, da kann man nur noch in seiner Blase gefangen sein, dass man nicht mehr in der Lage ist, fünfte Klasse Mathematik anzuwenden. Was? Also absoluter Wahnsinn. Gut, erstmal das dazu. Und ich muss mal noch ein bisschen was loswerden. Als allererstes mal, wenn er sagt, er hat 16% mehr, was ich jetzt, also rechnerisch definitiv belege, ich habe Video euch gezeigt. Ich zeige euch Werte, Video, ich gehe raus, ich kletter aufs Dach, bla, was soll ich noch machen? Der schreibt irgendwas. Und der hat immer recht. Oder die, die immer irgendwas schreiben, immer, nee, Leute, die euch Daten zeigen, auch mal im Real Life. Alle anderen YouTuber haben ja jetzt den Saison abgebrochen. Ne? Bei uns geht es jetzt los, bei mir und David. Jetzt ist doch die wichtige Zeit. Und es ist komplett verzerrt. So, wenn ihr jetzt zwei Kommentare weiter oben lest, wir gehen jetzt nochmal in das rein, das will ich euch mal, da kann ich euch jetzt schon prophezeien, wenn er hier schreibt, dass die mit Schnee und Eis vereist. Ne? Wie viel ist diese Aussage, Mr. Little Racer, wie viel ist das jetzt noch wert? Du hast hier irgendwie einen kompletten Dünnschiss ausgerechnet, um irgendwie in deiner Blase zu bleiben oder ich weiß nicht, vielleicht hast du dich echt nur verrechnet oder so. Haben wir jetzt korrigiert. Aber die Wirkung für außen, du tust den Leuten, die glauben das, weil ne, du schreibst auch gut, du kannst ein bisschen, ne? Die Leute glauben das eins zu eins. Ne? So, und wie viel Wert kann ich dieser schneebedeckt und vereist? Wie viel kann ich dem jetzt Wert legen? Also ich
könnte mir vorstellen, dass die mindestens fast so aussehen wie meine, wo die verschneit und vereist waren. Ne? Und da habe ich ja knapp 60 Watt gehabt. So, das wäre jetzt 5 Watt hin und her. Da brauchen wir uns nicht mehr streiten bei 300%. Ne? Und das ist halt extrem krass, Leute, dass das immer so verzerrt ist. Ja, ich habe da noch eine kleine Frage an den Tesla-Mensch. Und zwar, wie ist seine Anlage ausgerichtet? Das würde mich auch mal interessieren. Ost-West- oder Südanlage, mit wie viel Spielt Prozent? keine Rolle, David. Weißt du warum? Na? Weil ich die Worst-Case-Ausrichtung habe. Ja, genau. Schlimmer geht nicht. Ja, genau. Es geht nicht schlimmer, Leute. Jetzt stell dir vor, du hättest deine Anlage genau nach seiner ausgerichtet. Brauche ich mir nicht vorstellen. Ich habe Daten. Ja, naja, Ich dann weiß, wie es ist. wär's bedeutend noch besser. Natürlich. Ja. Ich habe euch, wir haben, gut, die neuen Zuschauer, die kennen ja meine alten Videos nicht mehr. Wir haben ja, kann ja auch jeder Zuschauer bestätigen, monatelang, Leute, monatelang habe ich meine Zuschauer mit PV-Tests, Beschattungstests, Verschattung, Anschlussplan, MPB. Wir haben alles bis zum Erbrechen durchgewühlt. Komplett, von 1 bis 100%. Und sogar mehr. Weil wir herausgefunden haben, die 100% schwach sind, geht noch besser, wir können das und das noch verschalten, das viel, viel besser machen. So. Und die exakten Werte habt ihr im PV-Manifest. Da habe ich euch die exakten Werte reingehauen, was David jetzt sagt, dass ich euch ja jetzt hier wieder noch nicht mal die richtigen Werte zeige. Ne? Ich will ja vorsichtig an euch rangehen. Wenn ihr glaubt ja das schon nicht, das, ne? Ihr rechnet euch jetzt schon irgendeinen Müll zusammen. Wenn ich euch jetzt sage, das sind noch so und so viel Prozent mehr, da sagt ihr, das kann nicht sein, dass ich so abgezogen wurde mit Mono und meiner ganzen Anlage. Aber Leute, das ist die Wahrheit. Das ist genau das mit dem Lithium-Eisenphosphat-Akkus. Den Stecker ziehe ich euch. Ne? Wenn es euch nicht passt, schaltet ab, schaltet RDL ein und bleibt in eurer Blase. Fertig, da könnt ihr euch weiter so Müll zusammenrechnen. So, die Wahrheit ist aber, dass es halt viel, 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 viel krasser ist, Leute. Weil wir haben ja jetzt die Daten, deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne mal noch ein bisschen auf die Anlage eingehen. Leider habe ich mit David jetzt vorhin feststellen müssen, vor der Aufnahme, dass die Videoreihe, also ich hatte über die Anlage, die ihr in dem Video seht, PV im Winter, hatte ich eine Videoreihe gemacht, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Teile, wo ich eben gezeigt habe, wie ich die Anlage gebaut habe. Und natürlich habe ich da auch die Daten alle in dem Video drin gehabt und so. Das Video ist weg. Worauf ich hinaus will. Erstens mal ist es die beschissenste Ausrichtung, die es gibt. Das habe ich auch im Video erklärt, dass ich im Rücken das Haus habe und da dahinter wäre die Sonne im Winter, wenn. Also ich habe 100% beschattet. Da kann nie die Sonne hin im Winter. Ich habe eine Sommeranlage. So. Das ist der erste Punkt. Ne? Seine Anlage ist wahrscheinlich müh auch in der Sonne gewesen. Wenn ich meine in die Sonne tue, dann habe ich keine Ahnung, nicht 70 Watt, dann habe ich 100, 200 Watt. Das ist ja irgendwo logisch. Ja, die Sommerausrichtung bei dir. Die Platten sind nach Norden ausgerichtet. Und da geht erst ab um 12 Uhr im Sommer tatsächlich Sonne drauf. Ja, Direkt. Und genau. ansonsten das ganze Jahr, Ja. die ganze andere Zeit nur beschattet. Genau. Ich war selbst da, ich habe es gesehen. Ja. Also ja, es gibt ja auch, ja gut, die Videos, ich hatte damals zu der Anlage, da haben wir ja auch Messungen gemacht, da hatte ich das auch explizit gezeigt, dass die bis Mittag quasi nichts geliefert hat. Ne? Und dann bis, ja, ich weiß es nicht, 16, 18 Uhr irgendwas, ne, ist mein Peak im Sommer. Sonst ist da halt, ja, man könnte sagen, beschattet, verschattet das ganze Jahr. Sonst. Es ist nur die kurze Zeit, wo die mal Sonne abkriegen. Sonst sind die immer im Schatten. Immer, Jungs. So, das ist mal Punkt 1, wo ich mir auch schon wieder denke, er schreibt, ja, die sind vereist und ja, da ist ja 6 Kilometer Schnee drauf und alles. Ist alles klar, Digga, komm. Deine Module sind irgendwo auf dem Dach und wahrscheinlich, eventuell kriegen die sogar mal Sonne ab. Weil ich wette, wenn er ohne Sonne messen tut, mal mit diesen Bedingungen, die ich hatte, da kommt da genau nichts raus. Weil, was haben denn wir gestern gemacht, David? Ja, da müsste ich mich jetzt mal kurz dran erinnern. Ja, wir haben verglichen. Ich Ach so, ja, habe die Geschichte. ich hab Ja, dir, ja. ich hab dir ein Foto geschickt, ich habe sie hier, komm, ich kletter noch mal raus, mach das sauber so in etwa. Ich habe jetzt nicht mehr genau den Wortlaut. Hab das halt gemacht, habe David ein Foto geschickt, weil wir
schwul sind und so, keine Ahnung, warum wir uns so Fotos schicken voneinander. Wir sind PV-krank, ganz, wir sind süchtig nach PV. Ne? Ist halt so. Ne? Und da sucht man sich Gleichgesinnte, egal, Spaß beiseite. Auf jeden Fall habe ich ihm dann die Bilder geschickt, dass ich ihm jetzt sauber gemacht habe, weil ich vorher nur, keine Ahnung, was hat man vorher, 8 Watt, wir beide oder irgendein Rotz, ne? Kannst du vergessen. Und dann habe ich die eben bisschen gereinigt und so, war dann auch, wir hatten früh war das, wo wir das gemacht haben, und da war dann schon ein bisschen heller draußen allgemein, und dann kommen ja die Dünnschicht, wenn es hell wird, ne, Sonne brauche ich nicht, und hatte dann, wie ihr im Video seht, so 50 Watt ungefähr, so. Da habe ich mir gedacht, okay, machst du die jetzt sauber, und bin dann Peak, müsste man halt mal glauben, 70, im Video war das 64, aber es war 70, bis ich ein scheiß Video anhatte, war es wieder weniger, so. Und David, wie hattest du in der Zeit? Ich bin oben auf dem Dach. In derselben Zeit hatte ich gestern gar nichts, das weißt du, weil ich nicht hochgegangen bin, weil es den ganzen Tag geschneit hat, und da war auch für 7 Stunden Schnee angesagt. Ja, okay, aber den Vortag bin ich hochgegangen, und meine Anlage hat gerade angefangen zu schalten, das Einspeisegerät. Und dann bin ich hochgegangen, und danach waren das, muss ich überlegen, weiß ich nicht, habe ich einen Screenshot gemacht? Es waren 15, 17? Mhm. Bei Mono. Bei Mono. Bei Mono, genau. Ja. Ne, und da haben wir schon wieder 17 gegen 70. Und auch David hat auch 600 Watt. Also David hat, könnt auf seinen Kanal auch mal gucken, wir zwei sind so ein bisschen mehr Testen. Also das ist nicht wie bei euch, ihr baut eine Anlage hin und fertig. Bei uns... Das hat noch einen Hintergrund, wir testen da auch mal was, und ne, das ist nicht einfach so. Und ich habe 609 Watt und David hat, also Dünnschicht, und David hat einmal 600 Watt Dünnschicht und einmal 600 Watt Mono. Also er hat zwei Anlagen, weil er eben auch wissen wollte, ob ich eben lüge oder der Wahrheit sage. Ne? Er hat es überprüft, was ich gesagt habe. Beziehungsweise was wir eben auch in den Videos, David war auch damals auch mit dabei, wo ich eben die vielen Tests gemacht habe, ne? Und David hat dann irgendwann gesagt, hey, das überprüfen wir jetzt. Ich habe es immer mit einem Modul gezeigt, mit teilweise alten Modulen und bla. Und David hat es mal mit schönen neuen gezeigt. Ne? So, dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Meine Module, leider, ich weiß nicht, auf dem Screenshot, den ich gemacht habe, ich blende euch das Bild ein von meinen technischen Daten, von meinen Modulen. Was wir jetzt hier mal noch mit dazu sagen muss, diese Module, die sind, ich weiß nicht, was habe ich denn damals gesagt im Video, ich glaube 12 Jahre alt waren die, wo ich die gekauft habe. So, das ist aber auch schon wieder wenig 4 Jahre her. Also, wenn wir jetzt mal grob sagen, vielleicht können wir am Datenblatt, vielleicht kriege ich raus, wann die gebaut wurden oder so, aber ich sage mal so grob, die sind über 14 Jahre alt, meine Module. Meine Dünnschicht auch. Deine Dünnschicht auch, aber die Mono hast du neu. Genau. Ja. So. Wenn wir jetzt solche Werte kriegen, dürft ihr ja nicht vergessen, dass ich Schrottmodule habe. Die, sagen wir mal, ich weiß, offiziell wird gesagt, ich weiß nicht, was die nach 12 Jahren, also 100% Leistung auf gar keinen Fall mehr. Digga. Also da gehe ich um mit. So, sagen wir mal, die haben 10% weniger. Können wir uns da, was sagst du, ist das realistisch nach 12 Jahren? Es ist definitiv realistisch, weil auf den Datenblättern wird immer angezeigt, nach 10, 15, 20 Jahren, dass die auch 20 bis zu 20% verlieren. Ja. So. In den ersten Jahren verlieren sie immer 2 bis 5%, und dann geht es eben schleichend über die Jahre. Aber das ist dann schleichend über die Jahre. Das ist ja, pass auf, da müssen wir aber nochmal neu rechnen. Nein, ich habe ja gar keine 609 Watt, David. Oh nein! David, oh, der böse Action hat sich noch ein Ass im Ärmel aufgehoben, was keiner gemerkt hat. So, ich habe ja gesagt, wie scharf zerficke ich euch. Ich habe das Ass schon lange im Ärmel. Also, heißt das. Wir müssen nochmal rechnen, David. Bei mir. Und zwar haben wir 609 Watt minus... Okay, wir sind jetzt mal human und sagen 15%, okay? Ne, ihr habt selber gehört, lest die Datenblätter selber, 20% steht drin. Wir gehen jetzt mal von 15. Nö. Nehmt Datenblatt, 20. Wenn ihr euch alles schön rechnet, dann kann ich auch mal reale Werte nehmen. Wir nehmen 20%. So, wir haben der Schule aufgepasst.
Wer kann es ausrechnen? 609. Dividiert durch 100 mal Prozent ist gleich. Nee, mal Komma 8. So rechne ich das. Sind 487,2 Watt. So. Und jetzt kann der David mal schnell die Prozentrechnung machen. Weil wir müssen ja jetzt mit diesen 65 Watt nochmal gegenrechnen. Sag nochmal. 437,2. Mach 437. 87, Entschuldigung. 487. 487. Und jetzt muss ich aber, rede mal kurz, ich muss mich konzentrieren hier. Ich muss aufmachen, zumachen. Naja, mach mal, mach mal. Wir können ja kurz einen Schnitt machen. Ich habe gerade mal mein Mikro. Test, test, test. Und Schnitt, ja. Kannst du pausieren? Ich muss noch ein bisschen drehen hier, Digga. Ach, ich hab's vergessen festzuschrauben. Ich bin so ein Spasti. 13,5. So, dann müssen wir die Rechnung jetzt mal grob, wo wir jetzt stehen geblieben. Na ja, gut, das schneide ich mir dann zusammen. Also, wir haben 487 Watt reell bei meiner Anlage und kommen dann bei 65 Watt. Hast du gemerkt, ich habe jetzt in dem Bildschirm und dann in der Kamera. Ja, moin. 13,34%. So. Da sind wir jetzt irgendwo beim Vierfachen. Gegenüber, also 400% grob mehr als, ja, der Little Racer, Mr. Little Racer. So. Aber soll ich euch mal sagen? Was meinst du? Habe ich noch einen Joker, David? Hast du noch einen Joker? Habe ich noch einen Joker? Wir haben, oh, ich weiß es nicht. Komm, denk mal nach. Du hast einen auch eingebauten Joker. Ja. Na, wie heißt er? Was ist der Joker? Das hängt mit der Verschaltung zusammen. Ach nee, das ist sowieso alles verkehrt. Ich habe das ja nicht so gemacht wie die anderen. Es hängt mit der Verschaltung zusammen. Was ist der Joker unserer Verschaltung? Ja, parallel. Der Joker. Die Parallelverschaltung. Ja, das ist das Offensichtliche, das ist kein Joker. Was ist der Joker? Der BPT? Haben sie alle. Okay. Na, dann fehlen nur noch die kleinen Bauteile in der Leitung. Aha, wie nennt man die denn? Ja, schreibt's mal in die Kommentare, das sagen wir jetzt nicht. Ette. Rücksperrdioden. Dioden, genau. So. Dioden. Das heißt ja, dass wir theoretisch die Dioden noch abziehen müssten von meiner Anlage. Oh, oh, oh. Aber Jungs, ich will euch nicht zu sehr hinten das Gemächt aufreißen. Wenn ihr Spaß habt und Freude dran habt, rechnet, das ist das i-Tüpfelchen, das könnt ihr euch selber mal ausrechnen. Also es ist noch mehr wie die 13%, weil ich ja noch Diodenverlust habe. So, das nächste ist, Männers, mit dieser Ausrichtung, diese 13% plus i-Tüpfelchen, kann ja mal einer in den Kommentaren mal ausrechnen, ich bin schon gespannt auf eure Rechnungen, ob die so sind wie ein Little Razor sein. Glenz, kann noch jemand Mathematik? Haut es mal in die Kommentare bitte. Rechnet das bitte mal aus. Den Diodenverlust. Wartet, Jungs. Die Module, ihr seht, den Wert am Dings. Wir haben ungefähr immer 8 Volt. Ne? So, sagen wir mal, im Sommer 408 Watt oder was ich mal gemessen hatte. Mal nur so eine grobe Hausnummer. Müsst halt mal ein bisschen rechnen. Ne? Aber wer was haben will, muss auch mal rechnen. So, worauf ich noch hinaus will, das ist immer noch nicht alles. Na, jetzt denkt ihr, ja, kann doch nicht mehr sein, der hat schon 13% mehr, der kann nicht noch was haben. Doch, meine Ausrichtung. Weil, wenn ich jetzt die Ausrichtung hätte,
die Little Racer hat, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich kenne natürlich jetzt seine Ausrüstung nicht, aber keiner macht das so, wie ich das mache. So. Und Jungs, jetzt verrate ich euch mal ein kleines Geheimnis. Kapiert ihr jetzt, warum ich die Anlage so gebaut habe? Guckt mal David sein Gesicht an. Achtung, seht ihr's? Was? Hä, was? Ja. Ne, alle haben sich geschrieben, oh, der ist doch doof, der baut sich die Module, bla, so ein Idiot, bla. Ja, wer lacht denn zuletzt? Wer sitzt denn ein paar Jahre später da und hat das Ergebnis seiner Früchte und kann jetzt hier mit Zahlen sagen, Jungs, ihr habt zu früh gelacht. Ganz einfach. So, also, ne, diese 15% oder 13% gehen wir mal davon aus, ich würde jetzt die Dünnschichtanlage abbauen. Und irgendwo auf dem Dach oder an, selbst wenn ich sie an die Wand schraube, Digga, kommt mehr raus. Glaubt mir. Es geht nicht beschissener. Wirklich nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier an die Wand schraube, da hinten geht irgendwo die Sonne auf im Osten, so, dann habe ich ja direkte Sonneneinstrahlung. Selbst wenn es in der Wolken ist, würden die Dünnschicht wesentlich besser reagieren. Ich habe die Anlage extra dorthin gebaut, um das euch mal zu zeigen, dass selbst mit so einer beschissenen Ausrichtung die über 10 Jahre alte Module besiege ich jeden von euch. Aber nur im Winter. Und das ist das Wichtige, wo ihr den Strom braucht. Oder ne, wenn man jetzt von Autarkie redet oder so, da ist der Winter das Interessante und nicht der Sommer, wo alles schön und schicki ist. Ne? Ja, wann brauchst du den meisten Strom? Im Winter. Warum? Weil du bist mehr zu Hause. Warum noch? Weil du nicht im Freibad Tage bist. Weil du eben öfter mal Licht anmachst und ja. Öfter mal. Ist Fluch ja auch eher dunkel. Ja, natürlich. Muss ja mehr Licht anmachen. Hockst dann wiederum mehr am PC, zockst, man weiß es alles, da braucht doch keiner mehr irgendeinen Scheiß erzählen. Ja. Ne? Die Wahrheit ist, dass die immer alle gegen mich geredet haben, mich boykottieren und hier so eine Scheiße schreiben, von wegen, du hast doch, ich habe 60% mehr Wirkungsgrad wie du. Ich bin bei über 500% fast effektiver wie ihr. Ne? Und noch so ein Beispiel, da kommen dann die Videos von allen anderen YouTubern, ja, jetzt ist Winter, PV-Saison ist vorbei. Ja, für euch, Digga. Ja. Für uns nicht. Jetzt, wo wir alle den Strom brauchen, jetzt ist vorbei. Ja, genau. Und das geht auch noch weiter, Männers. Ne? Ist ja immer die Verschaltung. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht da so genau. Wenn ihr Fragen habt, haut's Hashtag Action, Hashtag David, haut's in die Kommentare. Dann gehen wir direkt nochmal auf das Zeug ein. Aber das geht ja noch weiter. Ne? Nur mal ein kleiner Teaser für euch. Wenn ihr jetzt einen Laderegler habt, der 80% Wirkungsgrad hat, dann ist ja von dem Krempel, was ihr reinkriegt, ne, ist ja noch der Verlust vom Laderegler abzuziehen. So, das ist aber nicht alles. Du willst ja dann mit dem Wechselrichter deinen Föhn oder was auch immer betreiben und ja, da hast du ja wieder 20% Verlust. So, Männers, ich habe euch gesagt, dass im absoluten Notfall, ich habe ja auch meine extra die 12-Volt-Ecke nochmal in der Bastelecke, dass ich eben diese Konvertierungsverluste mit dem Wechselrichter im Hardcore-Falle wie im Winter eben nicht mehr habe, weil ich eben anstatt eine 230-Volt-LED, wo am Ende sowieso eine 12-Volt-LED drin ist, da wird transformiert, von meinem Wechselrichter wird transformiert und wenn du das ersparst, bist du, sag ich mal, grob bei 40% effektiver. So, und wenn du 300% effektiver bist mit den Modulen im Winter und dann hinten raus beim Endnehmen auch nochmal 40% effektiver bist, oder sagen wir mal, was ja auch wieder fast 100% sind. Ja, Leute, versteht ihr das dann langsam? Ich denke, habe ich jetzt noch was vergessen? Ach so, Entschuldigung. Ich muss nochmal Veto einnehmen, Leute. Wie ist das hier? Du hast ja geguckt, David, das eine Video, wo du gesagt hast, wo man die Risse sieht in den Modulen. Ja. Wie hieß das Video nochmal? Was ist welches Wort? Ein Tag Stromverfolgung. Stromverfolgung. Also, ja. Bei diesen 300%, Jungs, kommt jetzt leider noch dazu, dass meine Module auch noch kaputt sind. Ich glaube, 3 oder so sind kaputt von den Dingern. Habe ich mit Sekundenkleber geklebt, Digga. Risse dich gemacht, ja. Ne? Also man kann, glaubt mir bitte, dass diese Werte
Das ist der letzte, ich habe die letzten Schrottmodule, die sind gerissen, die haben die beschissenste Ausrichtung und ich besiege schon 300%. Wenn ich jetzt die Module an der Wand mache, was schätzt du denn? Achso, da habe ich dann, seid ihr 80% besser, ne? Digga, kannst du nicht ausdenken. Gut, ich denke, das Thema hast du jetzt, hast du da, hast du noch eine Frage da dazu? Oder haben wir was vergessen? Frage nicht so, aber es gibt noch eine kleine Kleinigkeit. Ich kenne den Frank schon ein paar Jährchen so und ich habe das zuerst gesehen mit der Bastelkammer und wie er so redet und so. Aber Hühnerhaus. Da Hühnerhaus, da habe ich mir die Frage gestellt, warum stellt er die Platten da so hin? Okay, Richtung Süden, das wäre in Ordnung für mich. Das sind alte Platten, bisschen Strom machen, okay, alles klar. Und warum hat er dann so ein kleines Panel so zum Klappen und dann nochmal ein größeres hingebaut und so? Das sind alles so seine Sachen, die er gemacht hat. Und dann kommt er auf die Idee, noch Platten aufzubauen Richtung Norden. Auf dem Flachdach, was ihr gesehen habt. Und er hat gesagt, ist der völlig behindert? So behindert ist der doch gar nicht. Der hat mir ein paar Sachen um die Ohren gehauen, wo ich die Augen aufgerissen habe. Und dann knallt er die Platten in Richtung Norden. Wie dumm ist er? Habe ich ihm nebenbei dann auch schon mal gesagt. Diese Dachfläche ist viel besser zur Ausrichtung. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kriegt er das irgendwie. Verpeilt er das einfach? Hat das ja einfach nicht mehr auf dem Schirm oder so. Aber naja, umso länger ich ihn kannte, umso mehr wusste ich, das ist ein Film. Der fängt ganz bei null, bei schlimm, bei nicht möglich an. Ja. Um zu wissen, ja, du musst, was er dann macht. Du musst in die Scheiße, Digga. Richtig, ja. Richtig dran lecken. Ja. Dann so. Kannst du mal anfangen. Ja, ist richtig. Das muss ja der David auch nicht. Das ist ja genauso. Das kann ich euch jetzt mal, was man aufguckt, jetzt mal von David sein Gesicht. Der David fragt sich schon die ganze Zeit, warum ich die 1 kW-Anlage in Reihe geschalten habe. Richtig? Ja, in Reihe. Ja, alle in Reihe. Ja, warum hast du es denn gemacht? Damit ich 2 Jahre später euch ein Video machen kann, wo ich euch zeige, die Watt von der Anlage und dann renne ich in meinem Hof und zeige euch meine Müllanlage, die die Anlage besiegt. Darum. Um Beweise zu schaffen. Genau. Um Fakten zu schaffen. Genau. Bei mir, hier. Du sagst mal, wenn jetzt ein extremer Kritiker wäre, das ist natürlich nicht das ganze Jahr, blablabla, aber es gibt einen gewissen Zeitraum, wo meine schrottgebastelte Anlage im Hühnerhaus, was der David gerade erwähnt hat, die 1 kW-Anlage besiegt. Und ich habe ja nur 600 Watt. So, die 1 kW-Anlage sind neue Module gewesen. Der Schrott dort vorne, der ist auch 15 Jahre alt. Da habe ich pro Modul 2 Euro bezahlt vom Schrott. Besiegt neu, nur wegen der Reinschaltung. Alter. Das ist unfassbar. Ne? Und da habe ich auch Daten. Da hat auch jeder. Viele haben auch in die Kommentare geschrieben, du bist ein Idiot. Du redest immer von Parallelverschaltung und schaltest deine Anlage dann in Reihe. Ja, damit ich Daten habe. Natürlich. Genau. Ich wollte ja auch, es ging darum, um zu gucken wegen der Amortisierung. Weil ich auch die Kosten berechnet habe. Und ich will Daten haben, Digga. Und nicht irgendwelche ausgedachten Werbeprospektmüll. Ne? Und ja, ich habe euch dann die Videoreihe so weit gemacht, bis die Anlage abbezahlt war. Ne? Leider Gottes ist vorher der Wechselrichter kaputt gegangen. Das war nicht eingeplant natürlich. Weil mein Plan war, sobald die Anlage sich amortisiert, diesen Wechselrichter eben zu verkaufen und die Anlage auf parallel umzubauen mit euch in der Videoreihe. Das Problem ist jetzt, dass ich aber den Wechselrichter kaufen musste. Der hat mich ja eine gewisse Kohle gekostet. Ja, die will ich jetzt auch mal reinhaben. Ja, ich will ja kein Minus machen mit der Scheiße. Ich habe immer Gewinn, aber ich sage jetzt mal, ich habe mich bezahlt, ich glaube 150 Euro für die 2 Stück, die ich dann repariert habe. Die 150 Euro will ich noch reinhaben. Oder sollte der jetzt noch irgendwie mal kaputt gehen, dann fliegt der Rotz raus, wird das Ding umgebaut. Weil dann, ne, das ist aber in Zukunft, das weiß ich noch nicht, etc. Ne, und dann habe ich wieder Datenwerte, leider. Der Plan war ja, deswegen habe ich die Videos gemacht von der 1 kW-Anlage, dass ich eben über die 4 Jahre oder was hatte ich da Videos gemacht, da hatte ich ja die Daten in den Videos. So, die Videos sind jetzt leider gelöscht, ich habe die Daten nicht mehr. So. Siehst, wenn ich jetzt den Vergleich mit parallel, also das Umbau parallel, ich kann euch nicht mehr die Vergleichsdaten liefern. Weil die Videos halt wechseln. Weil YouTube sich ja einen Scheiß drum kümmert. Geht ja nur um Monte hier und irgendwelchen Scheißdreck. So, ne? Also, ich werde die Anlage auf lange Sicht gesehen natürlich auf parallel umbauen, definitiv. Aber ich brauche das euch
wertetechnisch nicht zeigen, weil ich keine Vergleichswerte mehr habe, weil die vom Heck leider weg sind. Ne? Habt ihr das Geheimnis immer gelüftet, warum der Action so ein dummes Schwein ist und sagt, parallel verschalten und schaltet es dann in Reihe. Ja, immer, weil ich es halt wissen wollte. Gut, ich denke mal, dass wir das Thema jetzt abgehakt haben. Oder was sagst du? Hast du noch irgendwas? Nö, oder? Ich habe jetzt nichts weiter, ne? Aber ich habe also noch was. Wer sich das angehört hat bis jetzt, schreibt sich die wichtigsten Faktoren auf und denkt mal drüber nach. Und wie gesagt, ich kann jedem nochmal ans Herz legen, den ganzen Krempel, über was wir jetzt gesprochen haben, ist im PV-Manifest drin. Schon vor Jahren. Ne? Da habt ihr auch noch mehr Infos als jetzt, was jetzt hier. Wir können das nicht immer alles erzählen. Ne? Guckt euch später das PV-Manifest an und ja, dann wird euch nicht schaden. Ne? Ist auch fast alles, ja, ist glaube ich alles noch aktuell. Ja, ist alles noch aktuell. Ja. Gut. Oh nein. Und zwar habe ich jetzt noch eine Sache, die wir jetzt hier gleich mit ranhängen, wo es auch ein bisschen um das Thema geht. Liebe Grüße gehen raus an Mischa. Und zwar hatte mir der Mischa vor einigen, ja, mittlerweile schon Jahren oder zumindest mal ein Jahr ein Video geschickt von Eevee Block. Ich blende euch das Video natürlich noch ein. Warte mal, da kann ich mich ja jetzt theoretisch groß machen, wenn du eh nicht gerade, wenn du eh gerade nicht da bist. Ich sehe es ja, wenn du wieder da bist. Und zwar geht es da, wow, this problem drops solar output by 20%. Also 20%. Es ist halt ein englisches Video. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zusammen in das Video rein. Achso, da brauche ich ja gar nicht umschalten. Ja, moin. Ja, noch ein bisschen Umschaltprobleme hier. Aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Und zwar geht es um dieses Video hier. Es ist jetzt schon 2 Jahre alt. Ich habe auch keine Informationen, Leute, ob das jetzt berichtigt hat, seinen Fehler erkannt hat oder nicht. Ist mir auch scheißegal. 100.000 Leute haben die Müll hier gesehen und ja, geben das eben wieder. Und zwar, wir machen das jetzt gleich mal an dem Thumbnail fest. Ich will das jetzt nicht abspielen. Oh nein! Sonst kann es eben sein, dass ich hier wieder einen Strike kriege, oder? So. Und zwar hat er in dem Thumbnail hier schon alle Daten drin. Also es geht, wie gesagt, jetzt auch um Verschaltung, blablabla, PV, Autark machen und etc. Hat jetzt halt hier ein Diagramm von seiner Anlage und sagt jetzt hier, dass ein 20%, dass hier 20% eingebrochen ist, Drop, ne, heißt eingebrochen. Und ihr seht das hier auch grafisch, ne? Und auf dem Thumbnail seht ihr schon das Problem. Guckt mal hier. Das Kabel. Ne? So. Und ich finde das Video auch wieder sehr interessant. 5000 Leuten gefällt das hier. Das ist ja ein Elektroingenieur. Ne? Also der beste Elektroingenieur auf dem Planeten. Das ist hier Eevee Block. Spaß, da musste sein, der. Sorry. So. Und er hat halt seine Module in Reihe geschalten. Ne? 5. Klasse, parallele Reihenschaltung, hat der gute Herr aufgepasst. Ne? Er erklärt auch, dass der Strom in Reihe bei allen Modulen immer gleich ist. Ne? Das ist ja klar, ich meine, er ist ja irgendwo Ingenieur. Und dann kommt seine Lösung, Jungs. Und die Lösung ist, so, da sind wir wieder. Und zwar hat er das Problem irgendwo erkannt, tut jetzt hier 30 Minuten rumphilosophieren und keine Ahnung. Und versteht irgendwie nicht so richtig, was wirklich das Problem ist. Er versucht jetzt mit Bypass-Dioden das Problem zu lösen. Also er versucht halt den Verlust, den er hat, weil er es in Reihe geschalten hat, versucht er zu minimieren, den Verlust. Er versucht nicht, die Ursache zu bekämpfen, weil die Ursache ist die falsche Verschaltung. Er versucht, hinterher zu kehren, sag ich immer. Ne? Und ich finde es halt mega interessant, dass ein YouTuber mit 1 Million Abonnenten, der ja teils sehr arrogant in seinen Videos rüberkommt, dass er doch alles weiß und so. Und ja, dann fabriziert er hier so eine gequirlte Scheiße, Leute. Nennt mir das nicht übel, aber das kannst du da ja gar nicht mehr ausdenken. Was sagst denn du dazu, David? Ja, ich meine, wenn er den Fehler mittlerweile erkannt hat, dann ist es ja, wäre es ja schön, aber gut, aber das Video steht ja erstmal drin und erklärt es falsch. Ja, aber die Frage ist, wieso hat er es denn falsch erklärt, wenn er doch so große Ingenieur ist, der alles weiß?
Wie kann man denn, wie kann da die Anlage so aufgebaut haben? Weil er eben nicht alles weiß. Also lügt er. Nicht zwangsläufig, aber er weiß es eben nicht besser, er ist dumm. Als Ingenieur muss er es aber wissen. Das ist ja Ingenieur, das ist ja kein Koch. Bist du Ja, denn ein jetzt ein Koch Ingenieur. oder so? Alles gut, Jungs. Ne? Oder ich bin selber Kfz-ler, ich muss den Müll auch mir alle, da habe ich alles gut, ja. Aber so ein hochnäsischer Freund, weißt du, der dann 100.000 Leuten das falsch erklärt und nicht mal versteht, was wirklich, also ich weiß es nicht, ob er es nicht wahrhaben will oder so, ich kann mir das alles nicht mehr erklären, Leute. Weil so ein Ingenieur, der muss das Bild, was ich euch gezeigt habe, das muss der sich angucken. Warte mal, ich blende es jetzt nochmal ein. Da muss ich doch das Bild angucken und sofort merken, ey Digga, das liegt an der Reihenschaltung. Ne, und was sagt er? Ja, macht in jedes Modul noch eine Blockdiode rein. Ja, die Industrie freut sich, Digga. Blockdiodenumsatz steigt jetzt um 6.000%. Weil ja jeder in jedes Modul noch so eine Diode reinmachen muss. Das ist ja wieder Verlust. Das kannst du gar nicht mehr ausdenken. Und das von einem Ingenieur, der. So, und dann müsst ihr mal verstehen, wenn jemand ist, das ist ein Ingenieur, Leute, der hat Ahnung, ne? Der arbeitet ja auch als Ingenieur. Ich sage ja nicht, dass der keine Ahnung hat, bitte nicht falsch verstehen, aber auf dem Gebiet ist er eine Pfeife, Digga. Ganz einfach. Es ist so, guckt euch meine Werte an und guckt euch die anderen Werte an. Und jetzt muss ich mal jetzt klar werden, wenn nicht mal so ein Ingenieur das geschissen kriegt, wie soll das euer Lieblings-YouTuber, der USB-autark ist? Wie? Kann er nicht. Die haben keine Ahnung. Die haben, wenn EVBlock, er hat ja nun schon Ahnung, ne? Sagen wir mal, vom großen Ganzen hat er die Hälfte, weil er eben in Reihe schaltet, weil er es eben nicht begreift. Er könnte es ja machen, so. Das ist EV, das ist ein Ingenieur, Leute, der hat studiert. Ne? Wisst ich nicht, 5, 6, 10 Jahre, was weiß ich, mir scheiße, der hat studiert. Ne? Und die schlafen da nicht die ganze Zeit, die lernen doch was, so. Und wenn das jetzt die 50% sind, die EVBlock hat, sind das die YouTuber. Nichts. Null, Alter. Die haben ja gar nichts. Mein Telefon. Ja, was sagst du dazu, David? Ja, was soll ich dazu sagen? Man kann es so machen oder so machen. Ich kann mich dem anschließen, was er sagt, oder ich kann mich eben anschließen, was jemand wie du sagst. So, Naja. das ist eine Entscheidungsfrage. Ja, aber die So, und dann. Ironie, ich sehe da die Ironie, dass ich ja der Müllbastler bin, der keine Ahnung hat. Ich habe 300 bis 500% effektiveres Zeug wie alle anderen. Und der, der Ahnung hat, hat den größten Schrott. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Das ist doch irre. Und deswegen kann ich auch verstehen mittlerweile mehr, warum die letzten 10 Jahre mir das keiner geglaubt hat oder bliblablub. Erstens mal, weil ich eben nicht erklären konnte und selber auch nicht verstanden habe, wieso das so, warum ich so effektiv bin, autark bin mit fast nur Schrott und fast nichts. Und die anderen, die haben 10 kW-Anlagen drauf und wir kommen nicht rein. Aber im Sommer hab ich schon 100 kW. Ja gut, im Sommer bin ich ja mit meiner Dünnschichtanlage 600 Watt auch drüber. Da bin ich schon drüber. Ja, also 600 Watt Peak-Anlage hat bei mir auch 635 Gut, gebracht. man muss natürlich dazu sagen, dass wir sind jetzt, also ich und der David, wir sind jetzt nicht zwei, die 12 Stunden am Tag irgendwelche Games auf einem Gaming-PC spielen, der ein KW verbraucht. Muss man fairerweise dazu sagen, ne? Wir haben unseren Verbrauch eben auch gesenkt, ne? Das kommt natürlich hinzu. Also bevor du dich damit wirklich auseinandersetzt, musst du erstmal gucken, was hast du und was verbrauchst du. Ja. Weil Wo das. sind deine Spitzen? Ja. Und wenn du das erstmal ein bisschen reduziert hast, dann kannst du dich, hast du dich schon ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann kannst du natürlich auch eine PV-Anlage Guck bauen. mal, meine Kamera, siehst du das? Ist das bei dir auch? Meine Kamera kackt, glaube ich, gerade ab. Flackert. Nö, ich habe ja das leichte Flackern habe ich auch, ja, das sehe ich bei dir. Die ist aber jetzt so gerade, die wird immer dunkler. Aber mein Licht Du ist brauchst mal. noch. Brauchst mal eine richtige dolle Kamera, so für Ja, du 300, warst ja 400 schon Euro. so lieb. David war schon so lieb. Hat mir eine Kamera hier 1080p HD-Ding geschickt. Und ich habe jetzt 720p. Die ist aber in der Bastelecke für die Bastelstreams eingebaut. Und ich krieg die nie raus.
Dann müsste meine ganze Bastelecke zerlegen. Deswegen, ich habe es vor uns versucht, ne? Habe es aber nicht rausgekriegt. Ja, sorry dafür auf jeden Fall. Aber das wird in Zukunft noch ein bisschen besser. Jetzt erstmal gucken, wie das mit dem Mikro läuft und mit dem neuen Versuch hier. Aber ja, also ich. Wenn du noch 2 Jahre sparst, dann hast du auch eine gute 4K-Kamera irgendwann da, eine Ja. Brio oder Da wie kann die ich heißt. vielleicht dann hier mal ein Greenscreen, wisst ihr, so von der Decke einfach runterhängen lassen und dann können wir es noch ein bisschen schöner machen. Naja, das ist Zukunftsmusik. Also, ich bin echt, also zum Teil, ne, ich will es euch einfach mal erzählen, wo mir das dann alles klar geworden ist, wo ich auch Rechnungen angestellt habe. Ich war am Boden, Leute. Das ist so unvorstellbar, dass selbst ob ich's, ihr könnt ja, der Micha kann das mal in die Kommentare hauen. Bei Micha weiß ich's. Er wird das bestimmt bestätigen. Wir haben dann selber an uns gezweifelt. Also ich habe irgendwo auch einen Punkt gehabt, wo ich mit den Daten da saß, so wie ihr jetzt wahrscheinlich auch angepisst da sitzt oder freudig, weil ihr wisst, ihr könnt das jetzt was besser machen, wo ihr sagt, das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das so, ne? Oder so ein Millionen YouTuber nur Ditches erzählt. Oder wie gewisse andere YouTuber, ich will jetzt keinen von den kleinen YouTubern, nehme ich jetzt keinen in den Mund. Den gebe ich nur mal einen Tipp, ne? Haltet euer Maul. Ganz einfach. Macht euren Kanal zu, verpisst euch. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Das ist so peinlich. Vor allen Dingen, wir reden hier davon, dass ihr, ne? Jetzt geht mal eine kleine Ansage raus hier an die ganzen USB-autarken Freunde. Ihr seid dafür verantwortlich, dass über 50% sich nicht autark machen werden, sondern genau im Gegenteil sagen werden, jetzt habe ich hier bei meiner Energiewende habe ich gesehen, da brennt der Akkus ab. Dann habe ich bei dem YouTuber gesehen, da brennt der Akkus ab. Bei dem anderen ist die Anlage abgebrannt, alle Geräte, das lohnt sich doch gar nicht. Das ist so eine Riesengefahr, ihr nehmt Strom aus der Steckdose. Dafür seid ihr verantwortlich. Weil ihr nur Scheiße erzählt, die Leute finanziell in ein sinnloses Grab treibt, was sich niemals rentieren kann. Wie könnt ihr nachts noch ruhig schlafen? Ich sag's euch, weil ihr es nicht wusstet. Aber jetzt wisst ihr's. Ich fordere da jeden auf, ändert das. Das kann nie wahr sein. Ihr treibt alle wieder in die Hände der Stromkonzerne. Und es ist genau das Gegenteil, was ihr machen wollt, Leute. Das ist der Trick. Ne? Schach spielt man in mehreren Zügen, nicht nur mit. Musst ein bisschen im Voraus denken. Und so spielen die mit euch, machen so ja. Ne? Zack, und dann drehen die euch im Kreis. Hört doch mal auf damit. Geht 300%. Und wie gesagt, nochmal, das sind Werte, die noch human sind, dass sie überhaupt erstmal, das kann man ja schon gar nicht glauben. Die richtigen Werte glaubt niemand. Niemand. Weil alle diese Dogmen haben. Ne? ja. Ja. Es gibt bei mir im Bekanntenkreis ein, zwei Leute, die sich auch grob dafür interessieren, und denen habe ich gesagt: Erstens keine Reinschaltung, ja. Das ist Und das Wichtigste eigentlich. So. wenn es dazu kommt, dass ihr das aufbaut, dann redet nochmal mit mir und lasst mich nochmal zum Kaffee vorbeikommen, dann kann ich euch das ganz genau erklären. Ja. Weil ich hab's nämlich von dir jetzt gelernt. Und sofern die dann irgendwann anfangen, und sollte es der Fall sein, dann mache ich auch einen Beweis davon, dass sie das so aufbauen, und dann mache ich auch mal ein Foto davon. Aber die sind eben, naja, die sind so fett im System drin, die müssen 40 Ja gut, Wattstunden die Woche aber arbeiten, da bin die ich ehrlich, Zeit. Digga. Die rennen aber auch nicht rum und machen YouTube-Videos und erklären irgendwelchen Scheiß. Das ist der Ja, nee. Unterschied. Die sind fleißig und machen Die ihre Arbeit, machen ihr okay. Zeug. Da habe ich auch gegen solche Menschen meinen größten Respekt, Digga. Jeder, der irgendwie seine Pfoten benutzt und mal was macht, hat meinen größten Respekt. Und die meine ich auch nicht, Leute. Ne? Sondern die selbsternannten Professoren, sage ich mal, das geht so nicht. Und da ist jetzt Schluss. Ne? Den ziehen wir einen Stecker. Zieht euch selber einen Stecker. Ich habe euch immer schon Kommentare geschrieben. Viele aus der PV-Community kennen mich. Ne? Das weiß ich. Und ihr hasst mich. Das ist ja kein Problem, Digga. Aber ich habe immer euch Kommentare geschrieben. Ich habe euch immer hingeschrieben, was das Problem ist. Ich habe immer wieder darauf hingewiesen. Ihr hattet so viel Zeit zu reagieren. Jetzt habt ihr noch mal die letzte Karenzzeit. Ne? Wenn das Video online ist
und in einem halben Jahr sich gewisse YouTuber immer noch anmaßen, mich stumm zu machen, so von hinten, wenn ihr denkt, ich merke das nicht. Wenn ihr spielen wollt, dann spielen wir, Jungs. Dann spielen wir aber richtig, ne? Bis Schachmatt spielen wir dann. Also überlegt euch das, revidiert vielleicht mal ein paar Aussagen, die ihr getroffen habt. Tut eure Abonnenten vor allen Dingen aufklären. Das ist mir das Wichtigste. Ihr könnt machen, was ihr wollt, ist mir alles scheißegal. Aber hört auf, falsche Sachen zu sagen. Auch wenn ihr es nicht wisst, dass es falsch war, hört damit auf. Und wer damit nicht aufhört, den werden wir bald in gewissen Videos sehen. Drohung ist aus. War das eine Drohung? Ja. Definitiv. Das könnt ihr euch mal in eure Löffel schreiben. Das ist eine ganze Winterzeit. Könnt ihr mal eure Hausaufgaben machen, mal ein Datenblatt lesen. Na gut. Also, ich finde es krass. Ich bin ja mal gespannt. Wie gesagt, lasst mal was in die Kommentare. Pfeffert mal was rein. Wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, Anregungen, Verbesserungen oder sonstiges, dann knallt das unten rein und wir werden das natürlich in der zukünftigen Folge bearbeiten. Kamera zählt nicht. Das haben wir schon auf dem Zettel. Ach so. Siehst du, David braucht ein neues Mikro, sehe ich gerade. Wieso? Ich habe doch ein Mikro. Ja, du musst auch so behindert hier davor hängen wie ich. Nee. Ne, du kannst schön hier und so und ich hänge hier da mit Klaus Dieter. Oder spastel mir das Ding irgendwie einen Helm. So ein Darth Vader Helm mit dem Ding drin. Ja. Ey, ich bin jetzt behindert, ein Darth Vader Helm, Alter, den baue ich um. Also, wenn falls. Aber eine Kleinigkeit gibt es da noch, was ich sagen wollte, ist gibt vielleicht auch noch was, was wir nicht wissen. Also, liebe Zuschauer, falls es irgendwelche Sachen gibt, die wir vielleicht nicht wissen, weil wir uns eben nur auf diese Punkte reduziert haben und irgendwas überhaupt nicht in Augenschein genommen haben oder gelesen haben, auch das könnt ihr mal einschreiben. Definitiv. Weil wir sind ja nur mit dem Thema so, wie wir sind. Das bedeutet aber noch nicht, dass wir alles wissen. Also es kann durchaus sein, dass wir das irgendwas wir nicht wissen. Auch das in die Kommentare. Ne? Bitte. Das beziehe ich auf mich nicht. Danke. Als wenn du schon alles wüsstest. Nee, niemals. Hat du mal Aussie, da weiß gar nicht. Ja, du weißt viel, aber nicht alles. So. Das war's, jetzt habe ich mein Mikro noch bei gesabbert. Wie so ein Köder, ne? Libby sabbert. Naja. Ja, der eine oder andere hat seinen Spaß dran. Gut, Männers. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Das lasse ich jetzt drin.